So, und damit einen wunderschönen guten Morgen zum Ian Special Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg in die Produktion, da hinten sind die Boys. Wir haben einen schönen T5, T5 ist das, oder? Ist das noch neuer? T5-Bus? T5, ne? Also wir sind unterwegs im T5-Bus und sehr, sehr wild. Ich habe hinten viel Platz, ich bin noch am Arbeiten, aber jetzt gehen wir erstmal frühstücken. So, unser ausgewogenes Frühstück ist am Start. Jetzt geht's weiter. Aber es gibt schon zu Anfang des Trips leider sehr, sehr schlechte Nachrichten. Es gab kein Looney Tunes Geschenk. Ja, der hat das einfach ignoriert. Ich wusste eigentlich, ich bin schon ein bisschen traurig. Ne? Was bisher geschah? Weil wir so eine große Bestellung haben. Mein Kollege ist wahnsinniger Looney Tunes Fan. Mo, kriege ich jetzt kein Looney Tunes Geschenk? Anscheinend nicht. Ich habe wirklich alles gegeben, warte. Vielleicht gönnt sie ja noch rein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich sauer bin, aber enttäuscht bin ich schon. Das ist schon sehr traurig, ne? Das ist, ich meine, anscheinend scheiß ich auch maximal drauf, dass du einfach ein wahnsinniger Looney Tunes Fan bist. So Leute, wir sind in der Produktion angekommen und ich hoffe, man kann mich gut hören. Das sind die Rohteile, aus denen dann in den Maschinen hier die fertigen Bases entstehen. Und dann kommt am Ende dieses Ding hier raus, das bestimmt viele von euch kennen und viele von euch auch daheim stehen haben. Und ich glaube, wir sehen den Prozess sogar gleich nochmal, wie das Ding hier gedreht wird. So, jetzt sind wir in einer Station, wo die ganzen Bases dann gelasert werden. Und hier steht der Laser, das heißt für die Special Editions, ne? Und auch wenn das Aeon-Logo draufkommt, dann läuft das hier durch. So, dann werden noch die Kartons gefaltet. Hier stehen dann die ganzen Teile parat. Und dann wird alles zusammengepackt. Und ja, dann brauchen wir eigentlich noch den Überkarton, eine Bowl und ready. So, hier sind wir jetzt bei den Rauchsäulen. Das ist das Rohmaterial. Also aus dem Block hier wird dann später einmal die Rauchsäule. Die sind jetzt vorgesägt. Dann werden sie einmal in einem ersten Durchlauf durchgebohrt. Da wird oben die Seite gemacht. Also das hier wäre jetzt euer Kopfschliff bzw. Tellerschliff. Und dann wird später noch die Form reingebracht. Und wenn sie fertig sind, werden sie schön in hier so eine Schutzpackung reingepackt und hier verstaut. Und auf der anderen Seite werden noch die Gewinde für die Bowls gedreht. Ist jetzt gerade die Innenseite fertig und oben fertig. Das wird dann aber auch nochmal von der anderen Seite eingespannt und auch nochmal von der anderen Seite bearbeitet. Und auch die Gewindedinger werden hier aus so massiven Rohren gefertigt. Also das ist schon, das sind schon Klopper, Leute. Ich weiß nicht, wie viel das ganze Ding jetzt wiegt, aber bestimmt 20 Kilo, 50 Kilo, irgendwie sowas. So, wir sind jetzt gerade noch bei Novitec auf dem Hof. Ein Tuner für Lambo, Ferrari, Rolls-Royce und Tesla, wie ich rausgefunden habe. Ich glaube noch ein paar mehr, oder? McLaren. Maserati. Ferrari habe ich gesagt. Ferrari, Lambo. Na, also schon das ein oder andere günstig zu haben, der Auto. Ja? Und direkt am Anfang mal ein Fun Fact. Bei Novitec gibt es kleine Mini-Showrooms hier auf dem Hof, die Solarpanels auf dem Dach haben und dieses ganze Gebäude dreht sich mit der Sonne mit. Aber ich würde sagen, wir gucken uns lieber mal an, was da so drinne steht und nicht Solarpanels.
Und da haben wir direkt am Anfang hier einen 488 Pista von Ferrari mit Karosserie und Leistungsumbau. Sondermodell von Ferrari. Sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Ich finde die Felgen sehr geil. Ich weiß gar nicht, kommt auf dem Video, glaube ich, gar nicht so nice rüber, wie die Farbe in Wirklichkeit kommt. Aber sieht schon sehr nice aus. Es gibt bestimmt einige Autofans unter euch. Ich muss leider sagen, ich verstehe da gar nicht so viel von. Um ehrlich zu sein, habe ich mich auch eben, bevor ich das gesagt habe, nochmal informiert. Ich könnte nicht mal sagen, dass es ein 488 Pista ist. Wüsste ich nicht mehr. Ich finde Autos schon geil. Ich gucke sie mir gerne an. Ich finde, die sehen faszinierend aus und auch die Technik dahinter. Aber selbst wüsste ich halt gar nicht so krass. Hier sehen wir nochmal einen Lamborghini Urus. Den erkenne ich. Und da seht ihr mal, was da alles abkommt. Ne? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt zwischendrin noch mal deutlich mehr ab. Aber im Moment sieht der so aus. Schon beeindruckende Autos, ey. Können wir mal in den Innenraum gucken. Auch wenn die Hälfte natürlich abgehängt ist, damit da nichts mit passiert, ne? Also der Lambo kriegt einen Breitbau und Carbonteil. Hier sehen wir es, die wurden gerade noch angesetzt. Andere Auspuffanlage. Aber so ein Urus einfach noch mal breiter machen, ist halt auch schon geisteskrank, ne? So, hier haben wir noch einen Rolls-Royce Wraith, den sich der Justin jetzt gezogen hat. Da haben wir schon das eine oder andere Video geguckt und wie ihr seht, die Räder bzw. der Radstand ist noch original und der wurde auch ein kleines bisschen breiter gemacht. Ne? Also wenn ich hier mal so rumgehe, seht ihr, wie später das Rad erst kommt. Aber Junge, sieht der drinnen schön aus, ey. Und in sowas fährt jetzt der Justin rum. Mashallah. Hier haben wir noch einen Ferrari, den es wohl nicht so oft auf der Welt gibt. Der ist wohl so eine Million kostet. Man kennt's. Hat ja jeder in der Garage, oder? Dann steht hier vorne noch ein F8 und ich habe eben schon gesagt, von der Farbe und von den Felgen her, also das wäre meiner. Nicht, dass ich mir jemals so ein Auto kaufen würde oder wollen würde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte niemals so viel Geld für ein Auto ausgeben, aber der sieht schon geisteskrank aus. Oder halt klassisch Ferrari. In dem Rot. Ich glaube, wenn man einen Ferrari nimmt, muss der eigentlich fast rot sein, oder? Ist schon so ein Pflichtding. So, hier vorne haben wir noch den Senna GTR. Nach dem Tuning von Novitec mit über 900 PS. Und das sieht schon wirklich so geisteskrank aus, dass man sowas überhaupt noch auf der Straße fahren darf. Ist schon eine kranke Vorstellung. Und was ich wild finde, für mich als Autoleih, der hat nochmal ein paar Fenster mehr. Ne? Mo. Wir flippern jetzt eine Runde. Eine Runde flippern? Ja, und wenn ich gewinne, dann leakst du komplett alle Infos zur Edition 5 für mich. Und wenn, ja, wenn du gewinnen solltest... Was für eine... Was? Naja, komm, jetzt rennt er schon wieder weg. Als ob niemals eine Edition 5 kommt. Kannst du mir nicht erzählen. Wir spielen einfach eine Runde Flipper. Flippern? Flippern. Flippern. Ja, ich absoluter Profi drin. Ja? Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, ich glaube es auch nicht. Aber Iron Maiden oder Deadpool? Deadpool. Echt? Ich würde den nehmen. Ja. Jetzt hast du mich zu all diesen Videos. Ja, dann komm, Video schnick, schnack, schnuck. Um was? Ja, was für Spielen. Deadpool gegen Iron Maiden. Aber müssen wir nicht spielen. Du willst ja den, ich will ja den. Ja. Ich dachte, wir spielen beide an einem Flipper. Bruh. Genau, Marvin, wie läuft? Es geht so. Ich komm nicht in den Left, Bruh. Dann heißt du in der nächsten Stunde schon das Lampen mit dem. Was? Hey? Fuck. Du wisst jetzt, was ich die nächste Stunde mache. Ja. 3,1 Milliarden brauchst du, gell? Nur als Info. Wer hat das denn aufgestellt? Habt ihr den einprogrammiert, damit du den Spruch... Der ist da motiviert. Ratet mal, wer keinen Lambo nach Hause genommen hat. Ich passe nicht mal in die... Aber die Tür geht nicht zu. Boah, zieh. Oh Gott. Yes. So Leute, ich bin noch beim Basti. Ja, da ist er. Peace. Wir haben gerade noch eine schöne Pfeife geraucht. Und falls es jemand noch nicht wusste, Basti ist auch einer der zwei guten Männers, die die Videos schneiden. Und es könnte gut sein, dass genau dieses Video, das ihr jetzt gerade guckt, auf diesem Computer hier entstehen wird.
wenn Premiere nicht wieder. Ah, nee, das ist nur Media Pending jetzt. Alles gut, alles gut. Ja, könnte sogar sein, dass es hier entsteht. Ne? Vielleicht. Ja, und wir haben gerade ein schönes Pfeifchen geraucht. Und jetzt geht's ins Hotel. Fancy, Basti. Moin Moin aus München. Wir sind gerade am Frühstücken auf dem Hotelzimmer. Ich habe sehr geile Lunchpakete bekommen vom Hotel. Unter anderem einen Joghurt, noch einen Joghurt, Marmelade, eine Orange, ein Pudding, eine Stulle, ein Kaffee, einfach Orangensaft. Grüße gehen raus an. Money Boy, einfach Orangensaft. Ein Ei und ein Brötchen, ein Croissant und es gab noch ein Schokocroissant. Der Schokocroissant ist schon weg. So, ausgecheckt aus dem Hotel, jetzt, ne, und so, weil Pfeife wird eh noch ein bisschen dauern. Wir fahren jetzt gleich mal rüber zu dem guten Gag-Kollektor und gucken mal, was der so dastehen hat. So, wir sind angekommen in der Garage bei Gag-Kollektor. Und ihr wisst es, ich bin nicht der krasseste Autofan, aber Mercedes VIP-Leasing irgendwann, man munkelt, man hofft. Aber ich zeige euch trotzdem mal die Autos, weil das ist einfach krank hier zwischen den ganzen Autos, muss ich euch zeigen. Hier wird jetzt eben noch fleißig Content für die zwei Jungs hier produziert. Da rennen sie schon weg. Was habt ihr hier vor? Wir haben hier vor, ein Auto zu entwerfen. Auto? Ja. Ihr ein Auto? Ja. Wir gehen jetzt in die Automobilbranche rein. So wie der? Ja, doch so. Also da sehe ich mich auch. Ja. Ich glaub, die Rims könnten ein bisschen größer sein, oder? Auch ganz gut aussehen. Ja. Aber so, Cabrio fühlst du? Doch, ja, absolut. Ja, Cabrio Pierre sitzt dann oben auch neben drauf immer. Ja, ich sitze dann hier und trinke einen schönen Kaffee. Ich schätze mal, ich weiß jetzt, was das für ein Traktor ist. Genau. Achso, da sitzt Pierre. Da sitzt Pierre. Ja. Wild, mit Pfeife? Ja, klar. Sehr geil. Die Pfeife steht dann hier, wo die Tasse ist. Ah ja, und er sitzt da, hier. Du musst dich halt noch nebenan quetschen. Achso, ich dachte, ich fahre und du sitzt nackt auf der Motorhaube. So Leute, wir sind durch mit dem, was wir bei Gag Collector machen wollten. Jetzt heißt es Tschüss sagen zu den wunderschönen Autos und zu den Teddys natürlich. Und? Hast du einen Favoriten gefunden? Hast du einen ausgesucht? Also ich sag mal so, es ist schwer sich zu entscheiden, aber ich bin bei deiner Wahl, was den Daily angeht, auf jeden Fall dabei. Schon, oder? Safe. Der Daily ist halt einfach die ultimative Waffe. Obwohl wir bei Daily sind, was ist deine Daily Pfeife, dein Daily Tabak? Mein Daily Tabak, also ich rauche eigentlich am liebsten so Zitrone-Minze, was Schönes, Frischiges, weißt? Mhm. Bei dir, was ist da so dein Favorite? Traube-Minze, safe, immer Traube-Minze. Immer Traube-Minze, ja, das ist mir zu stark. Was? Ja, schon irgendwie. Vielleicht kriegen wir dich da noch hin, vielleicht ja, kann ich mal, dich noch überzeugen. Michi, vielen ich hoffe, Dank fürs gefallen Rumzeigen, dir. War krass, das krasse Experience. So, wir sind auf dem Heimweg und jetzt gibt es noch ein äußerst romantisches Dinner bzw. Lunch und dann geht's weiter mit dem Partymobil. So, mittlerweile ist der nächste Tag. Ich bin wieder im Office. Es war ein sehr nicer Trip mit Ian zu Novitec, zu Gag Collector. Das war schon extrem geil. Leute, ich hoffe, der kleine Eindruck, das bisschen, was ich einfangen konnte unterwegs, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG.